Hallo, hier ist Brini mit einem neuen Let's Play-Projekt und zwar spielen wir Umihara Kawase für das Super Nintendo. Den Titel kennt hier kaum jemand, der wurde auch nie rüber geportet, aber er soll wirklich verdammt gut sein und sehr, sehr schwer. Ich habe mal reingespielt jetzt, ich spiele es ansonsten blind und es ist ein ziemlich einfaches Spielprinzip. Wir spielen die kleine Umihara, die kann hüpfen und ihre Fishing Rod, also ihre Fishing, also ihre Angelrute auswerfen. Und sie muss nur durch die Level kommen. Und dazu kann ich jetzt eben wie hier mich an die Wände dranhängen und dann eben klettern. Also auf B hüpfe ich, auf Y werfe ich die Rute aus. Und wenn die Rute ausgeworfen ist, kann ich den Knopf gedrückt halten, um mich eben an Dinge festzukrallen. Jo, wenn ich an irgendwas festhänge, dann kann ich mir nach unten die Leine einziehen und nach oben die Leine ausfahren. Gegner spawnen vollkommen random in diesem Spiel. Yay, wenn das keine Freude ist, oder? So, hier sehen wir mal, wie wir Gegner besiegen können. Wir haken sie an mit der Angelrute und dann ziehen wir sie rein. Und jetzt kommt ja auch schon das erste, in Anführungszeichen, Rätsel. Wir müssen uns an dieses Fließband anhakeln und dann nach oben gehen. Ich habe es schon bis zum ersten Boss gespielt und dann habe ich dort total versagt, eine Stunde lang, bis dann gelesen habe, dass man ihn gar nicht besiegen muss, sondern einfach nur aushalten. Ich werde übrigens mit Safe State spielen, weil ich habe, wie gesagt, schon gehört, dass es schwer ist und ich habe es auch dann rausgefunden auf die harte Tour, als ich zum ersten Mal reingespielt habe, um zu gucken, ob das was für, um das Let's Play tauglich ist, und ist es. Es ist wirklich großartig. Wenn ich überlege, wie alt das Spiel ist und wie toll die Physik-Engine ist, und toll, jetzt kommen hier wieder die random spawnenden Gegner und Jui, flup. Und Level 2 erwartet uns. Ihr seht schon, recht knapp und knackig am Anfang. Und zwischen den Videos lernt man eben manchmal neue Dinge in diesen Cutscenes, nenne ich sie einfach jetzt mal. So, wo wollen wir hin? Wir wollen nach rechts. Und den Fisch hier blätten. Das da unten ist ein Rucksack. Das wäre ein Leben. Jetzt kommt meine größte Schwäche, Schwingen. Das habe ich nämlich gar nicht raus. Oh, hat funktioniert. Jo, dann mal weiter. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich muss es ja nach unten drücken, um die Leine einzufahren. Aber ich möchte instinktiv nach oben drücken, weil ich möchte ja nach oben. So, da unten ist ein bösartiger Feind, deshalb. Ja, speichern wir ihn mal kurz ab und gehen weiter. Und Level 3. So, was sagt uns diese Cutscene jetzt? Boah. Grandios, so kletterst du eine Kante hoch. Level 3 oder Field 3, also eigentlich Level 4 wahrscheinlich. Und wir klettern und klettern und klettern und da sind wieder bösartige laufende Fische. Anhakeln und oh mein Gott. Haha. Jui, jui. Ich kam durch ein anderes YouTube-Video auf das Spiel und da wurde auch so passend gesagt, in Soviet Russia, Fish catch you, wie jetzt hier diese Schnecke mich gecatcht hat. Auch jemand, der das Spiel geredet hat, ist der Psycho Taku, weiß nicht, ob ihr den kennt. Der macht eben so Japan-Only-Spiele im Test. Und sein erstes Video war eben Umihara Kawase. Es war zwar das PS1 Remake von diesem Titel hier, aber im Grunde genau dieses Spiel. Und da hat er eben auch gesagt, es ist sackschwer, aber es ist ganz großartig. Und ich habe auch jetzt schon echt viel Spaß dran. Darum sage ich so wenig, weil ich mich das Spiel ein bisschen reinzieht gerade. Ich bin eh so ein Fan von Spielen mit so Schwung- und Grapple-Mechanik. Heißt zum Beispiel Bionic Commando oder auch, wenn ihr es noch kennt oder gespielt habt. Es gab mal für Super Nintendo die so ein Mickey-Spiel, Magical Quest oder so ähnlich, oder Magical Quest Starring Mickey Mouse, war glaube ich der korrekte Name. Und da konnte man dann auch so ein Interhaken-Outfit für Mickey finden und dann konnte man sich auch so durchs Level schwingen und das fand ich immer schon sehr cool. So, jetzt möchte ich aber diesen Fisch da eigentlich greifen. Und dann kommt euch der nächste und der nächste und der nächste und der nächste und ach. Ihr könnt mich alle mal. Wow, das war knapp. Gehst du da weg? Und du auch? Oh.
Okay, schnappen wir jetzt erstmal die Schnecke. Und da kommt gleich die nächste Schnecke. Und der nächste Fisch. Also dieses Gegneraufkommen ist ja mal sowas von nervig. Gehst du da weg? Geht ihr da weg, mein Gott? Euch geht's wohl zu gut. Safe State. Schwupp. Oh. Auch etwas, was ich schon öfter in den Videos gesehen habe, von Leuten, die das spielen, aber ich krieg's nicht hin, da so mich dann so hochschwingen und ich sterb dann lieber mal so spontan. Ach Mann, ich habe schon wieder den Save-Knopf gedrückt und hat den Load-Knopf. Es mobbt mich. Es mobbt mich ganz derb. Da hab ich. Ja. Komm schon. Ach. So auch nicht. Ich denke schon, dass es so gehen muss. Komm schon. Oh, boah. So. Mein Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie nervig das ohne Safe State sein muss. Okay, am Boden festhalten und dann runtergehen. Alles klar. Machen wir. Also lasst euch echt von diesem kindlichen Look täuschen. Das Spiel hat's faustdick hinter den Ohren. Und die Musik ist echt cool. Ziemlich catchy. Okay. Mal schauen, ob wir jetzt diese Technik hier benutzen können. Yay. Oh, verdammt. Falsche Richtung gehuckt. Boing. Fischi, fischi, fischi. Otto, lass mal, wo du bist. So, erst dich und dann nehmen wir dich. Rup. Ja, uah. Nochmal. Nochmal. Yep. Okay, geschafft. So, welches Field haben wir jetzt eigentlich? Wir haben ja jetzt Field 6. Oh, da war ein Gegner. Ich depp. Und da fliegt ihr Höschen, was auch immer das sein soll, runter. So, diese blöde Schnecke haben wir nicht gesehen. Oder ich nicht. Ihr vielleicht schon. Aufwärts, 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 aufwärts. Ein Cutter. Also es ist das Emo-Level. Und da haben wir auch diese Schachbrettmuster überall. Schnecken. 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 Noch mehr Schnecken. Oh! Okay, man kann auf diese Stifte nicht drauf hüpfen. Oh no, so doppel no. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Okay, mal ganz in Ruhe gucken. Haha, er denkt sich, oh, was für ein Idiot. Aber nein, das ist wirklich nicht einfach. So, jetzt machen wir es mal so. Ein bisschen weiter runter, ein bisschen Schwung holen und dann zack. Yes, sir. Ah, das ist schon das Ziel. Und jetzt, genau jetzt, muss natürlich diese eine Schnecke da auftauchen und da sind Stacheln, verdammt. Hm.
Okay, ich warte einfach, bis die Schnecke weg ist. Und wir müssen hier schneiden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!